Dritter Abschnitt aus Sokratische Denkwürdigkeiten von Johann Georg Hamann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Dezember 2009. Johann Georg Hamann aus Sokratische Denkwürdigkeiten für die Langeweile des Publikums, zusammengetragen von einem Liebhaber der Langeweile. Dritter Abschnitt. Sokrates soll drei Feldzüge mitgemacht haben. In dem ersten hatte ihm sein Alcibiades die Erhaltung des Lebens und der Waffen zu danken, dem er auch den Preis der Tapferkeit, welcher ihm selbst zukam, überließ. In dem zweiten wich er wie ein Parther, fiel seine Verfolger mitten im Weichen an, teilte mehr Furcht aus, als ihm eingejagt wurde, und trug seinen Freund Xenophon, der vom Pferde gefallen war, auf den Schultern aus der Gefahr des Schlachtfeldes. Er entging der großen Niederlage des dritten Feldzuges ebenso glücklich wie der Pest, die zu seiner Zeit Athen zweimal heimsuchte. Die Ehrfurcht gegen das Wort in seinem Herzen, auf dessen Laut er immer aufmerksam war, entschuldigte ihn, Staatsversammlungen beizuwohnen. Als er lange genug glaubte, gelebt zu haben, bot er sich selbst zu einer Stelle im Rat an, worin er als Mitglied, Ältermann und Oberhaupt gesessen und wo er sich mit seiner Unschicklichkeit in Sammlung der Stimmen und andern Gebräuchen lächerlich, auch mit seinem Eigensinn, den er dem unrechten Verfahren einer Sache entgegensetzen musste, als ein Aufrührer verdächtig gemacht haben soll. Sokrates wurde aber kein Autor, und hierin handelte er übereinstimmig mit sich selbst. Wie der Held von der leuktrischen Schlacht keine Kinder nötig hatte, so wenig brauchte Sokrates Schriften zu seinem Gedächtnisse. Seine Philosophie schickte sich für jeden Ort und zu jedem Fall. Der Markt, das Feld, ein Gastmahl, das Gefängnis waren seine Schulen, und das erste, das beste Quod libet des menschlichen Lebens und Umganges diente ihm, den Samen der Wahrheit auszustreuen. So wenig Schulfüchserei er in seiner Lebensart beschuldigt wird, und so gut er auch die Kunst verstand, die besten Gesellschaften selbst von jungen, rohen Leuten zu unterhalten, erzählt man gleichwohl von ihm, dass er ganze Tage und Nächte unbeweglich gestanden und einer seiner Bildsäulen ähnlicher als sich selbst gewesen. Seine Bücher würden also vielleicht wie diese seine Soliloquien und Selbstgespräche ausgesehen haben. Er lobte einen Spaziergang als eine Suppe zu seinem Abendbrot. Er suchte aber nicht wie ein Peripathetiker die Wahrheit im Herumlaufen und Hin- und Hergehen. Dass Sokrates nicht das Talent eines Skribenten gehabt, ließe sich auch aus dem Versuche argwohnen, den er in seinem Gefängnisse auf Angabe eines Traums in der lyrischen Dichtkunst machte. Bei dieser Gelegenheit entdeckte er in sich eine Trockenheit zu erfinden, der er mit den Fabeln des Aesops abzuhelfen wußte. Gleichwohl geriet ihm ein Gesang auf den Apoll und die Diana. Vielleicht fehlte es ihm auch in seinem Hause an der Ruhe, Stille und Heiterkeit, die ein Philosoph zum Schreiben nötig hat, der sich und andere dadurch lehren und ergötzen will. Das Vorurteil gegen Xanthippe,
das durch den ersten klassischen Autor unserer Schulen Fußnote: Xantippe war eine arge Hu und 10 mal 10 macht 100 nur. Ende Fußnote. Ansteckend und tief eingewurzelt worden, hat durch die Acta Philosophorum nicht ausgerottet werden können, wie es zum Behuf der Wahrheit und Sittlichkeit zu wünschen wäre. Unterdessen müssen wir fast ein Hauskreuz von dem Schlage annehmen, um einen solchen Weisen als Sokrates zu bilden. Die Reizbarkeit seiner Einfälle konnte vielleicht aus Mangel und Ekel daran von Xantippen nicht behender gedämpft werden als durch Grobheiten, Beleidigungen und ihren Nachtspiegel. Einer Frau, welche die Haushaltung eines Philosophen führen, und einem Mann, der die Regierungsgeschäfte unvermögender Großvisiere verwalten soll, ist freilich die Zeit zu edel, Wortspiele zu ersinnen und Blumen zu reden. Mit ebenso wenig Grunde hat man auch als einer Verleumdung einer ähnlichen Erzählung von Sokrates eigener Heftigkeit widersprochen, mit der er sich auf dem Markte bisweilen die Haare aus dem Haupte gerauft und wie außer sich gewesen sein soll. Gab es nicht Sophisten und Priester zu Athen, mit denen Sokrates in einer solchen Verstellung seiner selbst reden musste? Wurde nicht der sanftmütige und herzlich demütige Menschenlehrer gedrungen, ein Wehe über das andere gegen die gelehrten und frommen Leute seines Volkes auszustoßen? In Vergleichung eines Xenophons und Platons würde vielleicht der Stil des Sokrates nach dem Meißel eines Bildhauers ausgesehen haben und seine Schreibart mehr plastisch als malerisch gewesen sein. Die Kunstrichter waren mit seinen Anspielungen nicht zufrieden und tadelten die Gleichnisse seines mündlichen Vortrages bald als zu weit hergeholt, bald als pöbelhaft. Alcibiades aber verglich seine Parabeln gewissen heiligen Bildern oder Götter und Göttinnen, die man nach damaliger Mode in einem kleinen Gehäuse trug, auf denen nichts als die Gestalt eines ziegenfüßigen Satyrs zu sehen war. Hier ist ein Beispiel davon. Sokrates verglich sich mit einem Arzte, der in einem gemeinen Wesen von Kindern die Kuchen und Leckerbissen verbieten wollte. Wenn diese Hofbäcker, sagte er, den Arzt vor einem Gerichte verklagen möchten, das aus lauter Kindern bestünde, so wäre sein Schicksal entschieden. Man machte zu Athen so viel Anschläge an der Ruhe der Götter teilzunehmen und gleich ihnen weise und glücklich zu werden, als man heutzutage macht nach Brot- und Ehrenstellen. Jeder neue Götzendienst war eine Finanzgrube der Priester, welche das öffentliche Wohl vermehren sollte. Jede neue Sekte der Sophisten versprach eine Enzyklopädie der gesunden Vernunft und Erfahrung. Diese Projekte waren die Näschereien, welche Sokrates seinen Mitbürgern zu verekeln suchte. Athen, das den Homer als einen Rasenden zu einer Geldbuße verdammt haben soll, verurteilte den Sokrates als einen Missetäter zum Tode. Sein erstes Verbrechen war, dass er die Götter nicht geehrt und neue hätte einführen wollen. Plato lässt ihn gleichwohl in seinen Gesprächen öfterer bei den Göttern schwören, als ein verliebter Stutzer bei seiner Seele oder ein irrender Ritter bei den Furien seiner Ahnen lügt.
In den letzten Augenblicken seines Lebens, da Sokrates schon die Kräfte des Gesundbrunnens in seinen Gliedern fühlte, ersuchte er noch aufs inständigste seinen Kriton, einen Hahn zu bezahlen und dem Äskulap zu opfern. Sein zweites Verbrechen war, ein Verführer der Jugend gewesen zu sein durch seine freie und anstößige Lehren. Sokrates antwortete auf diese Beschuldigungen mit einem Ernst und Mut, mit einem Stolz und Kaltsinn, daß man ihn nach seinem Gesichte eher für einen Befehlshaber seiner Richter als für einen Beklagten hätte ansehen sollen. Sokrates verlor, sagt man, einen giftigen Einfall. Fußnote: Er diktierte sich im Scherz selbst die Strafe, auf Unkosten des Staats zu Tode gefüttert zu werden, und die gewissenhaften Areopagiten die Geduld. Ende Fußnote. Man wurde also hierauf bald über die Strafe einig, der er würdig wäre, so wenig man sich vorher darüber hätte vergleichen können. Ein Fest zu Athen, an dem es nicht erlaubt war, ein Todesurteil zu vollziehen, legte Sokrates die schwere Vorbereitung eines 30-tägigen Gefängnisses zu seinem Tode auf. Fußnote: Sokrates soll den Giftbecher an eben dem Tage, als der Tempel zu Ephesus das erste Mal abgebrannt, ausgetrunken haben. Ende Fußnote. Nach seinem Tode soll er noch einem Kier namens Kyrsas erschienen sein, der sich unweit seines Grabes niedergesetzt hatte und darüber eingeschlafen war. Die Absicht seiner Reise nach Athen bestand, Sokrates zu sehen, der damals nicht mehr lebte. Nach dieser Unterredung also mit desselben Gespenste kehrte er in sein Vaterland zurück, das bei den Alten wegen seines herrlichen Weins bekannt ist. Plato macht die freiwillige Armut des Sokrates zu einem Zeichen seiner göttlichen Sendung. Ein größeres ist seine Gemeinschaft an dem letzten Schicksale der Propheten und Gerechten. Fußnote: Matthäus 23, Vers 29. Ende Fußnote. Eine Bildsäule von Lysippus war das Denkmal, das die Athenienser seiner Unschuld und dem Frevel ihres eigenen Blutgerichts setzen ließen. Ende von dritter Abschnitt aus Sokratische Denkwürdigkeiten von Johann Georg Hamann.